Werk Perten, deine Fachhändler für Kindersitze. Hallo, ich bin Franzi von den Zwerg Perten und heute möchte ich euch den neuesten Sitz von Bisel vorstellen, den Modular AX1. Das ist die Weiterentwicklung von dem Easy Modular. Den kennen einige vielleicht schon. Wer ihn noch nicht kennt, es gibt dazu schon ein Produktvideo von uns, wo die Funktionen und der Einbau erklärt werden. Das verlinken wir euch in der Infobox. Das könnt ihr euch dort anschauen. Was wir heute machen, ist, wir zeigen euch die Neuheit des Sitzes. Bisel hat sich eines Problems angenommen, was viele Eltern haben und was auch heute leider noch viel zu oft passiert, nämlich, dass die Kinder nicht richtig angeschnallt werden. Das ist tatsächlich sind das ca. 50% der Kinder, die einfach in den Sitzen nicht richtig angeschnallt sind. Und dann nützt euch tatsächlich auch nichts, wenn ihr den allerbesten, sichersten Kindersitz habt, wenn es da drin nicht richtig angeschnallt ist. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Dazu haben wir den Sitz vorwärts eingebaut. Ihr fahrt natürlich sonst immer rückwärts, aber damit ihr es besser sehen könnt, das ist ja ein Sitz, der eine Vorwärts- und eine Rückwärtsfunktion hat, damit ihr es besser sehen könnt, haben wir es vorwärts eingebaut. Aber so fahrt ihr natürlich nicht mit euren Kindern. So, man klappt das hier nach vorne. Dadurch entriegelt er die Gurte hier. Und ihr seht schon, also ich muss hier ganz schön ziehen. Da ist sehr viel Zug dahinter. Ich kann hier noch an die Magnete ranklemmen. So, ich zeige es einmal ohne unsere Puppe, damit ihr seht, wie das funktioniert. Der Sitz hat also eine Aufrollautomatik da hinten eingebaut. Ihr hört es auch klacken. Wenn ich den jetzt loslasse, zieht er sich von alleine fest. Ich habe hier dann noch extra Aussparungen an den Gurtpolstern, damit ich das hier nochmal nachziehen kann. Und dann halt so fest, wie wir das immer, jetzt ohne Kind, ist hier immer noch ein bisschen mehr Luft. Es soll ja immer so fest sein, dass man das hier nicht mehr zu einer Schlaufe knicken kann. Wir zeigen euch natürlich, wie man richtig anschnallt. Aber ihr kennt das alle im Eifer des Gefechts, im Alltag oder es haben halt auch mal andere Verwandte, Bekannte, Babysitter, wer auch immer, das Kind und müssen es anschnallen und die sind dann vielleicht nicht so geschult. Und was der Sitz halt macht, er hilft euch so richtig grobe Anschnallfehler zu verhindern oder zu korrigieren, weil er einfach von sich aus anzieht. Ich zeige es mal mit der Puppe. So, dann jetzt mal unser Baby rein. So, dann ist alles wie immer bis hierhin erstmal. Also ihr seht schon, ich kann, also wer schon mal Kinder angeschnallt hat, weiß, wenn man die Gurte so ganz lang zieht, dann hat man hier sehr, sehr viel Luft, auch hier schon. Das lässt der Gurt schon mal gar nicht zu, weil er einfach, wenn ich jetzt hier loslasse, habt ihr gesehen, der zieht sich schon mal selber fest. Wenn ich jetzt hier auch nur so ein bisschen tippe, zieht er sich fest, würde sich das Kind jetzt hier bewegen, würde er auch festziehen. Und dann ist der jetzt schon quasi von alleine relativ fest. Es geht immer noch ein bisschen was, aber na, das ist schon mal viel, kann ich hier nicht mehr knicken. Und dann kann ich hier immer noch mal nachgreifen und das richtig festziehen. Also das macht einem das Anschnallen, erleichtert es einem und man kann einfach nicht so richtig locker anschnallen. Das geht einfach gar nicht, ne? Was man gerne mal bei vielleicht der Oma sieht, die sich nicht traut, das Kind so richtig fest anzuschnallen, weil sie meint, es tut ihm weh. Was auch gerne passiert, ich mache es nochmal locker, dass die Kinder zum Beispiel so sitzen beim Anschnallen. Ja, und dann schnallt man fest und dann denkt man, ja, ist ja fest.
so. Und dann ist das Kind aber halt so gesessen. Und wenn es sich dann jetzt anlehnt, dann hätte man normalerweise eine Gurtlose, weil es einfach nicht richtig angeschnallt ist. Und hier habt ihr gemerkt, der Gurt zieht fest, wenn sich das Kind nach hinten lehnt. Also es ist wirklich eine tolle Sache, die ganz grobe Anschnallfehler verhindern wird und euch einfach das Leben so ein bisschen einfacher macht und das Anschnallen ein bisschen einfacher macht. Wir sind sehr begeistert. Ja, wenn ihr noch Fragen zu diesem oder anderen Sitzen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder ruft uns an oder besucht uns in einem unserer Ladengeschäfte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss.